Hallo Dudes und Dudettes, was geht? Wir sind wieder bei Assassin's Creed Unity und vor mir ist ein Verbrecher. Den schnappe ich mir jetzt mal kurz. Die tragen hier einfach eine Leiche durch die Gegend, so ist das also. Lass mal kicken, ob ich den jetzt auch bekomme. Alter, wieso wird er auf einmal so schnell? Was soll das denn? Wenigstens läuft er direkt schon in die Richtung, wo wir hin müssen. So, okay, jetzt habe ich ihn. Und wir können weiter rennen. Ja, die letzte Mission war ja ziemlich geil eigentlich, wo Napoleon uns gesagt hat, wo Rui zu finden ist. War das Rui? Rui war das, glaube ich, ausgesprochen, ne? Ja, und dann gucke ich mal weiter, was jetzt hier in der nächsten Mission so auf uns zukommt. Es scheint auf jeden Fall immer mehr Spannung zu geben. Ich ramme hier erstmal alle um. Wo laufe ich lang? Da habe ich das Fenster und raus hier. Hier links. Okay, das war vielleicht gar nicht mal so cool. Ja, fuck you. Dich hasse ich schon mal. Verdammte Verräter! Und dann habe ich noch eine Truhe auf dem Weg. Geilo! Die hat zwei Stifte. Erste getroffen. Ah, zweiten auch. Auch wenn es knapp war, aber ich habe es getroffen. Kicken wir mal, was gibt's denn hier? Maßgeschneiderter Lungerer-Mantel. Was zur Hölle? Direkt mal angucken, wie sieht der denn so aus? Ausrüstung, Ausstattung, Brust. Lungerer. Ja, das sieht irgendwie gar nicht mal so cool aus. Das lasse ich lieber. Nein, du sollst ja nicht dran. Hör auf damit, Arno. Laber nicht. So, bei der erwischt. Und wir sind bei der Mission angekommen. Direkt mal starten. Die Hungerszeit. Hungerzeit. Was weißt du über Getreidehändler? Ich freue mich, auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jama. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dokum. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Jamins Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Okay, jetzt sollen wir also zu den Docks laufen. Ist zum Glück nicht zu weit. Lohnt es sich, hier oben lang zu gehen? Ja, okay, kommen wir kommen hier weiter so. Das ist gar nicht mal verkehrt gerade. Hier lang. Ah, das klappt wenigstens gerade, Wonderbra. Und schön einmal abrollen. Geilo. Was ist das jetzt? Hey, kommt hierher zurück. Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen. Wo wollt ihr denn hin? Entführen die etwa gerade die Ladung? Wie soll ich denn da einfach hinterherlaufen? Nicht das Wasser berühren. Ach so, okay. Das ist natürlich dann ätzend. Hier komme ich aber durch. Nein, Arno, du sollst da nicht hochklettern. Böse Arno! Nicht das Wasser berühren, Arno, ne? Aber ich glaube, das wissen wir ja jetzt gerade. Wie der gerade vollkommen bescheuert hier durch die Gegend hüpft. Naja, egal. Aber das wirkt gerade so ein bisschen gefährlich. So von wegen nicht das Wasser berühren, ne? Ach du Kacke.
Was soll das? Hör auf mich zu schubsen. Ach du Kacke, wie weit die jetzt langsam schon weg sind. Ah, was ist denn jetzt los? Wieso fängt mein Controller auf einmal an, so zu vibrieren? Komm, spring, Anno. Eieiei, verdammt. Aber ich habe hier, glaube ich, den richtigen Weg schon mal. Hallo? Nein, Anno, was hast du jetzt gemacht? Das passiert, wenn man einmal nicht A dabei gedrückt hält. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Okay, was sollen wir jetzt hier machen? Keinen Alarm auslösen. Ja, das sollte ja jetzt nicht zu schwer sein. Dürfen wir immer noch kein Wasser berühren? Ne, okay, jetzt ist das, glaube ich, egal. Mal gucken, ob ich den da hier runterziehen kann. Nö, habe ich einfach gerade nicht bekommen. Jetzt habe ich ihn. Aber da rechts von mir war noch einer, ne? Da sind ja sogar noch mehrere. Ah. Springe ich hier nochmal ins Wasser? Ins Wasser? Ins Wasser! Anno, was soll das? Warum? Was hat er jetzt auf einmal für eine Macke? Endlich. Ich dachte, der wäre jetzt vollkommen inkompetent geworden. Kann ich den hier einfach rüberziehen? Einfach voll das übertriebene Luftattentat dafür gemacht. Ich verstecke mich jetzt hier kurz. Da gibt es auch noch eine Alarmglocke. Die sollte ich vielleicht kurz läuten. Gut, das hat schon mal funktioniert. Was? Was für eine Assassinen-Silhouette? Ach, da vorne. Ah. Kann ich hier so on the fly einen mitnehmen? Okay, den habe ich. Den habe ich jetzt auch. Ist ja gar nicht mal so schwer eigentlich. Hm. Der hier könnte ein kleines Problem werden. Aber wenn er zurückkommt und die anderen mich nicht sehen, dann sollte das funktionieren. Komm her, Bra. Schön um die Ecke legen. Nachdem wir ihn um die Ecke gebracht haben. Er spackt da ein bisschen ab. Ja, er hat noch ein paar Zuckungen so. Hallo? Wie der einfach hier komplett rüber geglitscht ist zu dem Typ hier. Und der dann die Leiche gesehen hat. Was sollte das denn jetzt bitte? Das war jetzt wohl ein richtig dummer Scherz. Nochmal kurz gucken. Ich möchte jetzt aber mal wissen, was für eine Silhouette das war. Ist die jetzt verschwunden? Ja, anscheinend. Ich denke mal, dass das wohl dann einer in meiner Friendlist war, der gerade hätte Hilfe gebrauchen können.
Oh, fuck. Da kommt jetzt einer direkt auf mich zu. Andere Seite. Nee, hier kann ich mir den jetzt holen. So, den habe ich. Den nächsten werden wir jetzt auch holen. Nee, oder? Hallo. Ach, wie der manchmal so richtig buggy rumläuft. Hä, was soll das? Komm, rempel den einfach einmal an. Und jetzt um den anderen schnell kümmern. Noch haben wir keinen Alarm ausgelöst. So, beide sind tot. Naja, okay, das war jetzt nicht optimal, aber wir haben keinen Alarm ausgelöst. Dann ist es mir Wayne. Dann ist es mir vollkommen Wumpe. So, den haben wir jetzt auch geplündert. Gebiet einfach verlassen. In welche Richtung fliehe ich denn? Soll ich hier einfach schwimmen? Ja, komm, ich schwimme jetzt. Blups. Zählt das hier noch in dem Gebiet? Ah, jetzt stehen da vorne so zwei Knilche. Ich habe keine Ahnung, was die da versteckt halten. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Auch das war ja eine schnelle Mission. Sequenz 9, Erinnerung 1, die Hungerzeit. Wäre damit abgeschlossen, 100% der Herausforderungen. Ja, und ich würde sagen, noch eine Mission schaffen wir jetzt nicht. 13 Minuten, ja, ist okay. Ist eigentlich okay für so eine einzelne Folge. Und wir haben ja ein bisschen schönen Assassino-Style gehabt. Und deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt das Spiel ja momentan so gut eigentlich, auch wenn ich von dem neuen Patch nicht so viel merke. Ah, da vorne hätten wir noch einen Verbrecher. Den nehme ich jetzt noch kurz mit. Und beide erledigt. Erledigt. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich plündere die hier nebenbei. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Und wenn ihr ganz besonders awesome seid, ein Abo, ihr Sahneschnittchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ciao.